Hallo, ich hätte gern Chicken Wings. Bitte? Chicken Wings. Wie viel? Chicken Wings. Wie viel? 6 oder 9? 9. 9. Das ist die Jong, ne? Okay. Ja, danke. Dann machen wir Spaß. So, wir haben sie endlich, die Chicken Wings. Und jetzt ab zu KFC, aber wie ist der Weg dahin? So, jetzt waren wir bei KFC, Freunde. Ihr fragt euch, warum so viele KFC-Tüten? Ja, ich habe Anais angerufen auf Ehrenbruder-Basis und habe ihn gefragt, was willst du haben? Und er hat einfach so alles bestellt. Alles Mögliche auf meinen Nacken. Leg voll schnell. Schmeckt gespannt, ja. Was am meisten am besten schmeckt. So, was geht, Freunde? Wir sind jetzt endlich zu Hause. Ja, ja. Und so wie es aussieht, gerade man könnte denken, alles nur KFC. Aber das hat eigentlich, das ist Anais Schuld. Wir haben angerufen, wie gesagt, und dann hat er einfach alles Mögliche hier bestellt. Aber wir haben immer noch hier Mac's hier. Kleine Packung hier am Start. Wir haben hier Burger King Chicken Wings am Start. Noch kleiner. Und noch kleiner, ne? Und der Rest ist einfach, guck mal, Rest ist einfach KFC. Ehrlich? Ja, Rest ist KFC. 100% KFC. Was hast du für gemacht? Du hast doch alles bestellt. Oh. Achso, aber für mich nicht für Video. Ja, aber. aber trotzdem, es gehört dazu. So. Auf jeden Fall haben wir heute das Moderator Jan. Also Freunde, das ist ein Blindentest und natürlich sind meine da natürlich objektiv, weil wir nichts sehen. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was am besten schmeckt. Was denkst du, was am besten schmeckt? Einfach kommentieren. Jetzt, nicht am Ende. Genau, jetzt kommentieren. Genau. Und was ist dein Lieblings-Chicken Wings? Mhm. Maker's, Burger King oder von KFC? Oder selbstgemacht. Selbstgemacht gibt's ja nicht. Los, Jan. Der Moderator ist am Start. Okay, die Augen sind zu. Es ist Zeit. So. Du musst aufpassen, nur nicht, dass einer von denen so ein bisschen so schummelt, dann ist er direkt raus. Ja, ne, guck mal. Ja. Guck, ihr müsst doch unten gucken, ne? Ihr könnt doch gucken. Nein, wir sehen doch nichts. Du kannst doch einen Sehtest machen. Mach mal Dings, dieser Test, wer heißt das nochmal? Dieser Sehtest und so. Ja, ich mach jetzt nicht, ich geb euch. Eins. Ja, Moderator, ja. Ja? Hast du gezeigt, die Kamera, welche von wem das war? Ja, hier, ja, Kevin. Hier, rein, hier. Hab ich jeder eins? Darf ich essen? Ich hab keins! Ja, könnt ihr essen. Mach. Hast du was damals? Ich hab was. Ja, vergiss nicht, ne? Okay, dann drei, Kamera stehen. Zwei, eins. Lecker, ja. Ballert, ja? Baller los. Okay, ich hab alles, ich schwör. Wow, stabil! Hast du Hunger, Alex? Warum so viel? Ich dachte nur testen hier. Ah, ich dachte nur testen. Wo tun wir den Knochen rein? Ja, ne? Keine Ahnung. Scheiß drauf, auf den Boden. Auf Boden? Ja, auf Boden. Was ist, willst du machen? Ich mach hier so hin, Alex. Leg einfach auf Boden. Ja. So. Ja. Okay, das war lecker, ja. Ja, das war gut, ja. Das ist ein Chow. Also, was denkst du, was es ist? Ja, welche Marke ist es? Kann das sein? Ja, keine Ahnung, aber lecker geschmeckt. Also, ich hab noch nie von, wie gesagt, von Mc's haben wir Ich glaube, das war. Entweder Burger King oder Mc's. Ja, ich sag auch, entweder Burger King oder Mc's. Aber ich sag auf jeden Fall, ich sag jetzt direkt einfach mal Mc's. Was auch so nice. Ich weiß es nicht, ich darf was sagen. Ich mach Burger King. Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall nicht KFC, weil KFC Hot Wings haben immer so Dings drauf, weißt du? Ja. Du musst was raten, ja. Entweder Mc's oder Burger King, einfach beide. Ich hab noch nie bei Burger King. Ich auch nicht. Oder ich esse gerade Mc's. Ja. Burger King auch nicht. Okay, dann trotzdem. Ja, KFC. Wir raten. Ja, Burger King. Ja, ich sag einfach. Burger King. Burger King. Okay. Reicht. Okay, gut. Warte. Nächste Chicken Wings. Und ja, Freunde, es sind auch viele Leute, die meinen, hey Junior, warum machst du so viel mit Essen und so? Jungs oder Mädels, die das schreiben oder kommentieren, das sind eigentlich noch ungefähr 20 Leute oder so. Boah, wie ich will das einfach wissen. Hallo, chill doch mal, Junge. Nein, ich rede ein paar Leute da, die zugucken. Ich will einfach aus dem Rest selber wissen, was davon am besten schmeckt, weil... Hier, die zwei Jungen, hier, Kevin.
Ja, aber guck mal, das war auf jeden Fall KFC, man spielt. Das ist warm. KFC! KFC! Hey, 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 das ist KFC 100%. Ja, ja, das 110%. Nochmal essen. Diese knusprige Haut. Ja, ne? Mhm. Allein darf schon. Ich darf man essen? Okay. Dürfen. Ja, ihr dürft essen. Okay, ja. Okay, gut. Komm, wir reinbeißen. KFC! KFC! Boah. Anders. Soll ich anfangen? Ja. Ja, wollt ihr noch mehr? Natürlich! Wie mehr? Probieren alle! Wie mehr? Willst du auch mehr? Mm-mm. Willst du mehr, Junge? Eine, zwei! Ja, eine! Danke! Ich hab zwei! Danke, bester Mann! Ich küsse den Arm! Warum ist das so viel, Alter? Ich hab zwei bekommen! Reicht schon, eine. Boah, KFC. Auf jeden Fall. Den sogar scharf, Alter, ne? Wie viele Punkte gibst du KFC? Von 10. Geschmack. Mhm. 11. 11? Von 10? Mhm. 12. Von 10? Mhm. Du? Du? Ich, keine Ahnung, so 10. Ja, ja, 10. 10 von 10. Und sag auch Geschmack, auf jeden Fall. Aber nur kurzfristig. Auf jeden Fall. Warte kurz, ja? Warte mal. Du bist so viel, ne? Schau doch mal. Warte, warte, ich bin am Essen, jo. Nicht stören. Man spürt die Chef auf jeden Fall als ein Hot Wings. Nachdem du KFC gegessen hast, du weißt, Toilettenbesuch wird ein bisschen scharf. Ja, ein bisschen diese. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, KFC hat richtig geil geschmeckt. Ich gebe jetzt 12,5 von 10. Wie viel? 12,5, easy. Ja. Das Ding ist, das Problem aber bei KFC ist, das ist ein bisschen zu fettig. Das heißt, ich könnte jetzt nicht, keine Ahnung, 20 Stück davon essen. Weil das halt ein bisschen fettig gemacht ist. Aber die wir vorhin gegessen haben, keine Ahnung, von welcher Marke das war. Davon kann ich 30.000 Stück. Können wir noch einmal das von der Marke davor probieren? Nur einmal? Davor? Nur einmal. Nur einmal davon. Wie gesagt, die Vergleich, dann will ich auch davon Punkte geben, weil ja, die Haut von KFC ein bisschen fertig. Also, das ist ein Ticket, was mir nicht so gefällt. Aber Geschmack, Bombe, Bombe, Bombe. Nice. Ah. Hast du auch schon was? Ich hab was. Achso, ja, ich hab was. Oh, ich soll noch essen. Ja. Okay, lass probieren jetzt. Und dann Punkte geben. Naja, ja, er ist jetzt schon angefangen. Das schmeckt so gut, du kannst 100 Stück davon essen. Das ist nicht so fettig. Aber diese Hotdog von KFC schmecken geil, aber du kannst so viel davon essen. Das schmeckt auch ein bisschen krass, ne? Geil! Oh, das kann das sein? Aber ich hab frisch gesehen, die bocken. Du kannst den ganzen Abend die hier essen, du wirst nicht sauer sein. Aber die Hotdog von KFC, die schmecken zwar gut so, aber zu fettig. Was kann das sein? Ja. Das hier, wie viele Bunde gibst du? Das ist geil. 10. Also ich würde sogar die hier bevorzugen vor KFC, langfristig gesehen. Wenn ich 100 Stück davon essen will, dann nehme ich die. Ja. Weil bei KFC ist der Geschmack so ein paar Stücke, ja, die fit. Ja, ne? Also diesen Platz 1 gerade bei mir. Ja, ja, bei mir. Ja. Also ich sag auch, ja, die sind schon... Wie gesagt, ihr müsst verstehen, Leute. Die sind nicht besser als von KFC, aber die schmecken schon so gut, sodass man davon echt ruhig 100 essen könnte. So. Und da es nicht so fertig ist, kann man davon echt ruhig viel essen, aber genau. KFC wisst ja, du hast Achsen nach Hot Wings zum Beispiel und du bist bei 7 und dann kannst du gar nicht mehr. Ja, weil das fettig ist. Ja, aber du hast schon Bock, aber du kannst nicht mehr, weil zu viel Fett, mag dich das? Aha. Nicht mehr. Okay, jetzt. Nächste, ne? Ja, ja. Nächste. Hast du auch gegessen? Na moin, na moin. Ja, ich bin am Essen. Vielleicht können wir gar nicht mehr essen. Boah, okay, die sind auch, die fühle ich auch gut. Ja. Chill mal, ey! Bruder, Meckes! Man merkt die Kurven und so, ja? Wie Meckes? Du hast noch nie bei Meckes gegessen, du sagst Meckes. Ja, Bruder, aber trotzdem, die sind so Meckes komisch, ja. Komisch? Ey, ich esse. Dem wolltest du wirklich schon essen? Scheiße, ja, Meckes, Alter. Okay. Schafel, Meckes. Oh mein Gott, was krass, was ist los? Boah, wie viel Fleisch! Mhm. Wie viel Fleisch! Mhm. Gewürzbock auch! Ja! Das ist so eine langsame Liebe! Mhm. Vorspiel!
Mmh. Und schmeckt es gut. Mhm. Mmh. Mmh. Boah. Mmh. Boah. So viel Fleisch, ne? Boah. Das hat für mich gewonnen. Man kann davon safe 150 essen. Ja, Mann. Da ist, man merkt, da ist Fleisch drin. Junge, das ist einfach... Wird ein bisschen gut gewürzt. So krank, so krank. Können wir noch ein... Ey, ich sag auf jeden Fall, können wir noch einen bitte? Ja, welchen noch? Ja, ich brauch noch einen zum Bewerten. Hier waren nicht so viele drin, wie bei anderen. Hier waren nur 6 Stück insgesamt. Minus, ja. Oh, Junge, das ist so viel Fleisch, ne? Ja. Boah. Mmh. Nee, dann weißt du. Boah. Was kommt denn dann? KFC! Die waren auch gut, ja. Du musst aufpassen! Ey. Ich muss sagen, boah, Nummer 3, gewonnen, ja. Ich bin entschieden. Ich hab mich auch entschieden. Nummer 3. An alle KFC-Fans da draußen, bitte verschickt uns. Oder besser gesagt, geht jetzt einfach hin, holt einfach von Maccas, Burger King und KFC kleine Boxen so für euch unter Freunde. Und macht mit euch einfach selber einen Blindentest und sagt's mir. Was ist das? Gibt ihr ein Filets oder so? Nein, wir haben kein Filets. Doch, was? Habt ihr ein Filets gehört? Wir haben kein Filets gehört, weil wir wollten nur Chicken Wings. Ach so, okay. Nur Chicken Wings, ganz fair, weil nicht jeder hat da Filets. Weiß ich, scheißegal. Wir wollten nur Chicken Wings machen. Also, was sind bei dir die Favoriten? Also Platz 1 ist erstmal, mein Platz 1 ist erstmal das Nummer 3. Aha. Mein Platz 2 ist Nummer 2. Also KFC? Ja, KFC bei mir mein Platz 2. Mhm. Mein Platz 3 mhm. ist das erste. Okay, und bei dir, Kevin? Genauso wie bei Junior. Ehrlich? Ja? Ja. KFC auch Nummer 2? Mhm. Ah! Bei mir Nummer 1 war diese letzte, die so viel Fleisch hatte. Ja. Nummer 2? Ja. Nummer 2 war, ich weiß nicht, ja. KFC, ja, KFC. Ja. Und Nummer 3 war das erste. Mhm. Ja, bei dir? Leute, bei mir Platz 3. KFC. Amen. Ehrlich, KFC. Wie gesagt, das ist ein bisschen zu fettig, auch wenn das geil schmeckt. Aber wenn ich Fett esse, wie trinke ich Ding Sonnenblumenöl. Mhm. Platz 2. Ansage. Platz 2 war Nummer 1. Da war, das war lecker. So ja, wild. Das war lecker. Das war lecker, lecker. Mhm. Und Platz 1, Nummer 3, das letzte, was ich gegessen habe, das war einfach. Genau so war das. Es gibt keine Wörter. Auf jeden Fall, jetzt können wir jetzt endlich Augen aufmachen, oder nicht? Ja, doch, könnt ihr aufmachen. Und jetzt, Jan, sagst du uns jetzt... Warte. Das sind Knochen auf dem Boden, ja? Jan, klär uns auf. Guck mal, meine Knochen, ich bin kleben. Oh, ich kann gar nichts sehen. Ich weiß gar nicht, was war. Ja. Ah, ja. Genau, stimmt. Platz 3 wissen wir. Also okay, jetzt komm, Zuschauer an. 2, und sag bei mir 2 war KFC. Die Zuschauer wissen eh schon, was Platz, also was wir gesehen haben oder probiert haben. Aber sag jetzt mal kurz für uns und für die Zuschauer nochmal, was Platz 1 war für uns, Platz 2 und Platz 3. Also was war das erste? Platz erste war Burger King. Das erste, was wir gegessen haben, war Burger King. Ja. Zweite war KFC und dritte Maccas. Oh, Maccas auf Platz 1. Maccas war Platz 1. Wir machen große Schritte, ja? Ich mache Schritte, ja. Leute können sogar denken, dass ich von Maccas gesponsert wurde, aber nein! Sie machen einfach große Schritte. Guck mal, ich bin clean. Ja, Meine Knochen sind auf dem Boden. Du hast schlau, ja, das, wie hast du gezogen? Keine Ahnung, ich habe so gemacht. Ja, Jungs, guck mal, ich habe ein Video gemacht. Mach ist so, ne? Ja, ich will essen. Outro! Jungs, ihr müsst jetzt essen, ja, ihr müsst jetzt essen, auf jeden Fall Outro. Freunde, bitte danke fürs Zuschauen. Und bitte gebt jetzt ein Like, weil je mehr Likes wir bekommen, desto eher gehen wir in die Trends rein. Hoffentlich schon wieder. Und kommentiert so viel ihr könnt. Einfach eure ehrliche Meinung. Ist mir wichtig. Weil ich bin einer, ich lese echt alle Kommentare durch. Haben auch viele von euch gemerkt. Ich lese echt viele Kommentare durch. Und Freunde, ich mache das nur vorübergehend. Das ist nur für eine kurze Zeit. Also Sommerferien mache ich das. Und dann später, nach den Sommerferien, machen wir wieder ganz normale kurze Videos. Ihr wisst ja auch, viele Leute, die mit denen wir sonst drehen, haben momentan Urlaub. Wir können nicht Videos drehen, so krasse Videos drehen mit ein, zwei Personen. Wir brauchen ein ganzes Team, das ist viel Arbeit, ist ein ganzer Tag Arbeit. Ist aufwendig, es ist nicht so leicht, auch wenn es nur manchmal 5 oder 6 Minuten lang sind. Aber es ist einfach extrem viel Arbeit. Und ich hoffe, ihr versteht das auch. Deswegen müssen wir einfach rübergehen, erstmal dieses Format machen. Und später, aber das ist auch interessant, weil wirklich, wir wussten das nicht bis jetzt. Und das finden wir jetzt interessant. Und bis nächstes Mal, Freunde, bitte liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Peace out. Bang. Yes! Hey! Was hast du denn? Ich hab mein Handy, ja. Guck mal, Bestellung. Hier ist Kraft.